sind wir denn hier gelandet? Also nach Nevada schaut es nicht aus. Ist das Spuck? Spucki, sag mal, was machst denn da? Ma, ich hab geglaubt, ich schau mich schon einmal ein bisschen umher, falls wir uns nachher verlaufen. So, Schmarrn, das brauchen wir doch gar nicht. Warum? Na, weil wir überhaupt nirgends hinlaufen. Was? Aber ich hab geglaubt, wir machen erst einmal einen schönen Skiurlaub mit einer netten Après-Ski-Party. Mr. Spuck, du kommst jetzt auf der Stelle wieder zurück. Ist ja gut, weil ich Spaß bremse. Captain, wo ist eigentlich Rock? Was weiß ich, war der nicht bei euch, euer toller Rock? Oh, schau, tatsächlich. Der Rock ist gar nicht da. Mei, wo ist er denn? Gleich einmal suchen. Rock! Ui, Echo. Fieses Echo. Mal sag mal, Captain, kann das sein, dass du den absichtlich da zurückgelassen hast, wo wir gerade herkommen? Ach was, das würde er doch nie tun. Oder? Naja, doch. Er war ja schon die ganze Zeit über so eifersüchtig. Pa, eifersüchtig auf den? Ich doch nicht. Ich meine, vielleicht hast du ihn ja auch liegen lassen. Ich meine, bist ja nicht mehr so ganz der Jüngste, gelle? Boah! Ja, da staunst du, was? Wo ist plötzlich dein Vulkanettenstolz hin? Na los. Mach die Maschine an. Warum? Na, weil wir den Rock doch zurückholen müssen. Ja, von mir aus kann der bleiben, wo der Pfeffer wächst. Hebt euch das für später auf. Ich möchte jetzt dahin zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Bei mir ist das hier definitiv zu kalt. Da schau, selbst die Königin der Erde will zurück. Kein Wunder, die steht ja genauso auf diesem Macho wie du. Ist ja gut. Meuterei auf dem eigenen Sofa. Aber dass ihr mir jetzt ja nicht auch noch ein Stück Käsesahne wollt. Bruder, sag mal, hast du das große Boom gehört? Welches Boom? Na, das große Boom. Ach, das Boom? Genau. Damit müssen wir was anstellen. Aber was? Ein Streich spielen. Ah, aber wem? Diego. Oh. Denkst du auch an das, was ich gerade denke? Ja, ich hätte jetzt auch mächtigen Hunger auf Fisch. Oh ja, Fisch.
Nein, du Dummdödel. Wir spielen Diego einen Streich. Und dafür brauchen wir Sid. Ja, aber wo ist Sid? Ah, geht endlich ab, ihr wisst noch! Da lang. Gesundheit. Ja, mach dir nicht gleich ein Pelzkätzchen. Ich dachte, ich hätte was im Schnee gesehen. Das ist nicht gleich dasselbe wie ein Panikausbrechen. Mann, Diego, gut, dass ihr da seid. Habt ihr Kirsch und Eddie gesehen? Ich hab die aus den Augen verloren. Und schon macht sich die Mieze wieder ins Fell. Aber wir sollten am besten so schnell wie möglich nach ihnen suchen. Ich meine, es ist immer besser zu wissen, wo sie sich gerade aufhalten. Hey, wenigstens kann man das hier noch ein Plüsch nennen und nicht dieses halb Motten zerfressene Bett. Nehmt euch das für später auf. Auf geht's! Ich möchte deine Wahrnehmung ungern anzweifeln, aber hier ist niemand. Oh, gerade eben waren sie noch da. Zum Glück ist Sid nicht hier. Sonst müssten wir auf noch einen Verrückten aufpassen. Was hast du gerade gesagt? Dass es gut ist, dass Sid nicht... Wo ist Sid? Wo er immer ist, wenn man ihn braucht. Verschwunden. Ich meine, er hätte die beiden wahrscheinlich längst wieder um sich geschaut und dann... Um noch mehr Blödsinn anzustellen. Auch wahr. Oh ja. Zum Glück ist Sid nicht da. Let's rock now, story. Let's rock now, story. Let's rock now, story. Chala chala story, tu na chule, tu na chule.
chakra mere yaar ka ho jaye jana patni se chuke zara chanda bhi dekhe yaara chakra mere yaar ka ho jaye jana Ich scheine ihn mehr zu vermissen, als ich dachte. Ich höre schon Faultierstimmen. Und jetzt schlägt langsam der Wahnsinn zu. Diego, was ist? Eine frische Fährte. Ganz eindeutig der Mief von Sid. Er ist näher als gedacht. Mir nach! Ah, Diego, wollen wir nicht Crash und Eddie finden? Ach, Manni, lass ihn. Es ist doch auch mal ganz schön, so zu zweit. Meinst du allein zu zweit? Oh, ja? Hier draußen in der Dunkelheit der Nacht, nur das Licht der Sterne. Ich merke, es geht was vor in dir und doch eingestehen, willst du dir es nicht? Du schaust mich an, ich schaue wieder weg. Ich möchte dir sagen, was ich fühle, doch der Anfang fällt mir schwer. Ich möchte dir alles sagen, doch ich habe Angst, du brichst mein Herz. Wie kann nur alles, was so einfach scheint, so schwierig? Nicht, nie. Heißt das etwa du? Ja, wie schon gesagt, ich und Angst. Pah! Wovor eigentlich? Stimmt. Natürlich. Wovor solltest du schon Angst haben? Ellie? Lass uns weiter nach den anderen suchen. Ellie, warte auf mich! Woher soll ich denn wissen, dass der Säbelzahnnager so reagiert? Weil ich es schon getan habe. Was getan?
Die Nuss geklaut. Ach so, ja, aber ich doch noch nicht. Was jetzt noch nicht? Die Nuss geklaut. Ach so, jetzt aber schon. Ja, aber... Was machen wir jetzt? Das, was wir am besten können. Ich liebe dich, Bruder. Ich dich auch, aber es ist Zeit, das Lebewohl zu sagen. Ich bin getroffen. Ich auch. Time to say goodbye. Ja, Idiot. Ein weiterer Tag im Leben eines Opossums. Ich sag euch gleich mal, wer hier blöde ist. Wie könnt ihr einfach so abhauen? Das geht doch nicht. Verdammt, ich habe die Spur verloren. Manni, vielleicht könntest... Manni? Ellie? Manni! Ellie! Okay, das ist gar kein Problem. Ich war ja schon immer eher der Einzelkämpfer und... Ja, ich komme schon klar. Ach was, Diego... Gesteh's dir doch ein. Es ist ein Problem. Jetzt, wo ich mich in all der Zeit so an diese ganzen Chaoten gewöhnt habe. Und hey, immerhin sind es nette Chaoten. Ich bin schon ein Glückspilz. Wer kann schon von sich behaupten, so einen verrückten, chaotischen, liebevollen Haufen seine Freunde nennen zu dürfen. Seine Familie. Ich meine, hey, dass ich selbst Sid vermisse, sagt doch schon alles, oder? Dass ausgerechnet ich neuerdings so gefühlsduselig sein muss. Und das als Raubtier. Sid. Stimmt. Ich muss meine Herde wiederfinden. Sind viel schöner als deine. Deine Streifen machen dich fett. Wir haben dieselben Streifen. Herum und fühlst dich richtig dreckig. Oh ja. Doch wenn ich dich so leiden seh, lach ich mich beinahe scheckig. Scheckig? Sorry, Eddie, alles easy. Ich kann nix dafür. Das ist Schadenfreude. Wenn ich denk, zum Glück bin ich nicht du. Das ist aber nicht nett, Bruder. Niemand spricht dir von nett, aber das macht doch jeder so. Weiß nicht auch, wenn Sid mal stolpert und stellt sie manchmal fallen. Ja? Macht nicht Spaß, fiese Streiche zu spielen. Am besten direkt allen. Ja. Fühlst du dich nicht wohl auf dem Ast, während die Herde unten friert? Das ist Schadenfreude, wenn dein Quas nach ihrem Unglück giert. Schadenfreude, hä? Das ist so eine Art blöde Wort? Ja, es bedeutet, dass du lachen musst, wenn jemand anderes nur Pech hat. Lachen, wenn jemand anders nur Pech hat? Klingt voll nach uns! Zusehen, wie Manni wieder mal beinahe einbricht auf einem Eisfeld. Oder sehen, wie Sid nicht kapiert, dass er nur Blödsinn erzählt. Nächtens an den Ästen hängen, wenn Diego dann ruft, schnarch dich so. Nee!
Rede. Buddel dich doch einfach einen Schnee. Was ist mit Zit auf einer Rodelbahn? Oder auch beim Schlittschuhfahren? Diego wecken um 9:30. Würmelslos als Bahn gehen. Manni übers Blatteis führen. Gegenseitig provozieren. Beo macht einen Spritzverlust. Lieber zu kriegen diese Nuss. Schadenfreude. Schadenfreude. Yeah. Schadenfreude. Schadenfreude. Die Welt braucht Typen wie dich und mich, eine reinste Chaosbrut. Denn wenn Leute uns sehen, wollen sie nicht wie wir sein und fühlen sich dadurch gut. Wir bringen viel Spaß und Action in die Herde rein. Du und ich, Schadenfreude. Mach die Welt zu einem besten Ort. Mach die Welt zu einem schöneren Ort. Mein Ort für uns. S-C-A-D-N-F-O-D. Egal. Ja. Übrigens sind meine Streifen doch hübscher. Ich wünschte, Sid wäre da, hätten wir wenigstens ein kleines bisschen mehr, naja. Ruhe. Ja, ich vermisse Sid auch. Vermissen? Wer redet hier von vermissen? Ich bin bloß nicht dran gewöhnt, so viel frische Luft für mich allein zu haben. Ach, Manni. Also, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich meine, immer muss ich alles aufräumen und dann diese Erdkönigin. Also nächstes Mal können diese Space Ladies ihren Kram echt selber wegräumen. Was ist das? Na toll, rosa, spooky. Geht noch nicht mal ab. Geht doch. Der kleine Stinker ist wieder da. Yay, bin ich froh, dich zu sehen. Ich hab dich überall gesucht. Sid! Sid ist wieder da! Sid ist wieder da! Sid ist wieder da! Sid! 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 Sid. Wir brauchen dich! Ja, natürlich. Wofür? Es geht um Diego. Diego. Habt ihr irgendwas gesagt? Nein. Jungs! Beißt ihr nichts ab, was wir noch brauchen können? Oh, lecker! Das brauchen wir noch! Jo, und nun alle zusammen! Los geht's!
Age! Ice Age! Super! Ice Age! Krass! Ice Age! So, du bist gut gewesen! Ice Baby! Be us, and that makes them feel great. Mal, Rock, wen hast du uns denn da mitgebracht? Oh, ist der putzig. Das war so. Hallo, Fremder. Du Freund oder Feind? Ein Freund. Sun.
sein sollen. Ice Age Surprise, eine wunderschöne Crossover-Geschichte. Chaos, Kälte, Käse, Sahne. Und das Ganze wurde präsentiert von Final Hearts, einer Gruppe, die jetzt theoretisch ihren Dank durch mich aussprechen müsste. Das möchten wir aber gerne überspringen. Das heißt, wir danken jetzt natürlich nicht unseren wundervollen Technikern da vorne, den Helfern hier und allen anderen, die jetzt eigentlich gerne einen Dank verdienen müssten, denn wir wollen eigentlich bitten. Wir klatschen auch nicht. Wir tun nur so. Wir möchten nämlich um tatkräftige Unterstützung bitten. Wir brauchen im Moment jede helfende Hand, in meinem Falle jeden helfenden Fuß. Wir sind eine eigentlich wachsende Gruppe und aus Berlin hier und würden euch gerne bei uns begrüßen. Wenn ihr also irgendwie Lust habt, bei uns mitzumachen, ihr seid herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne im Internet, sind wir vertreten auf Animex, natürlich, wie sollte es anders sein, mit einem eigenen Showgruppen-Account. Wer es gerne traditionell hätte, darf uns auch gerne ansprechen. Wir sind für spontane Konversationen auch immer zu haben. Ansonsten kann man uns auch gerne ergoogeln. Also Final Hearts, Berlin, Showgruppe. Einfach kreativ irgendwas eingeben, damit ihr uns findet. Und meldet euch bei uns. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Vielen Dank.